Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil im formschönen Büro des Schwarzen Hais. Wir kümmern uns heute um die Bekämpfung von Luftzielen und wenn ihr die Bomben aus dem letzten Teil schon ungewöhnlich fandet, dann findet ihr es vielleicht noch ungewöhnlicher, dass ein Helikopter auch gegen Luftziele kämpfen kann. Aber wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch sieht, dann, naja, wir haben ein optisches Zielsystem und das muss nicht unbedingt Bodenziele anvisieren. Ob das dahinter jetzt Boden ist oder ob das dahinter Himmel ist, wo das Ding hinzielt und wo dann auch letzten Endes unsere Kanone an unserem Rumpf hinzielt oder auch wohin der Laser zielt, der uns die Wicker lenkt, das ist dem Helikopter eigentlich ziemlich egal. Nichtsdestotrotz haben wir hier unten auf unserer Waffenkonsole zwei Schalter, die mit A-A betitelt sind. AA für Air-to-Air, also Luftziele, beziehungsweise Luft gegen Luft, wenn man es mal wortwörtlich übersetzt. Und einer der Schalter hat noch HO dahinter stehen, beziehungsweise darunter, das steht für Heads-On. Also sind das im Prinzip zwei unterschiedliche Modi, die wir aktivieren können. Einmal Luftziele generell und einmal, wenn ein Luftziel im Heads-On auf uns zukommt. Also ja, wie der Tooltip so sprechend mal wieder sagt, von vorne. Ich finde die Tooltips hier größtenteils echt klasse gemacht. Was machen diese beiden Schalter? Das Geheimnis hinter diesen beiden Schaltern ist nicht sonderlich groß. Eigentlich ändern diese beiden Schalter nur den Aufschlagzünder bzw. Detonationsmodus der Wicker. Fangen wir am besten Schalter für Schalter an. Der AA-Schalter, der sorgt dafür, dass unsere Wicker keinen Aufschlagzünder mehr hat, sondern einen Annäherungszünder. Das heißt, wenn die Wicker merkt, sie ist langsam in Nähe unseres Ziels, dann detoniert sie. Im Normalfall bei Bodenzielen hat sie einen Aufschlagzünder, das heißt, sie detoniert wirklich erst im Moment des Aufschlags. Und zusätzlich sorgt dieser AA-Schalter dafür, dass unsere Kanone entsprechend besser vorhält. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir es mit bewegenden Zielen zu tun haben, ist so ein Vorhalten eigentlich immer ganz cool. Der AAHO-Modus, den kann man zusätzlich aktivieren, also ich kann sowohl den hier aktivieren als auch den HO-Modus zusätzlich. Der HO-Modus sorgt dafür, dass der Aufschlagzünder der Wicker noch ein kleines bisschen eher detoniert. Wenn man sich vorstellt, weil das Luftziel kommt ja dann in dem Moment auf uns zu bei einem Heads-On und da macht es durchaus Sinn, noch ein kleines bisschen eher zu detonieren. Das ist das ganze Geheimnis hinter diesen beiden Schaltern. Mehr ändert sich da nicht. Ich lasse uns jetzt mal einen Helikopter genau vor uns erscheinen. Der wird erstmal halbwegs still da stehen bleiben. Wir schalten ihn dennoch schon mal auf und probieren das Ganze einfach mal aus. Ich kann den ganz normal, wie ihr seht, mit dem Squall aufschalten. Das HMS machen wir mal wieder weg. Ich mache den AA-Modus rein. Gelasert ist schon und wir schießen da jetzt einfach mal mit der Kanone drauf. Klar, die Kanone könnte man meinen, die trifft und die wird auch vermutlich treffen. Wenn ich denn mich noch ein bisschen drehe. Ich mache auch Autoturn dazu an. Natürlich konnte ich sie gerade nicht abfeuern. Drehen wir uns noch ein bisschen und feuern mal einfach auf diesen Helikopter. Der wird davon, ja, ihr seht, dem macht das erstmal gar nicht so viel. Das ist ein großer Helikopter. Ein bisschen was hält der aus. Aber ihr seht, wir treffen den relativ gut. Da hat es gezündelt. Da brennt vermutlich irgendwas. Ich denke, der geht ziemlich gut runter. Vielleicht fängt er sich nochmal. Die sind da ziemlich gut drin. Ah, das sieht so aus, als wäre er auf dem Boden aufgeschlagen. Super. Dann hole ich uns wohl mal lieber einen neuen Helikopter. Einfach nochmal draufgeschossen. Und das sieht so aus, als würde der sich jetzt vom Acker machen. Ich hoffe, der fliegt noch ein bisschen. Sonst muss ich nochmal in der Mission ein bisschen rumbasteln. Aber jetzt können wir gleich hoffentlich sehen, wie die Kanone gut vorhält. Na, komm schon, den wollen wir doch mal wieder in unsere Sichtweite kriegen hier. Ich weiß nicht, ob man es unten gesehen hat, aber die hält eigentlich relativ gut vors Ziel. Da hat man es jetzt unten gut im Squall gesehen, wie sie vorhält. Aber gegen bewegende Luftziele, das ist schon relativ anspruchsvoll für die Kanone. Ihr seht, ich treffe hier kaum noch. Wir schwenken mal auf die Wicker um und fangen jetzt auch mal an, unserem Ziel ein bisschen hinterher zu jagen. Kanone aus. Jetzt müssen wir gleich einmal neu anvisieren. Da ist unser Squall langsam außer Reichweite. Das macht nichts. Den kriegen wir gleich wieder.
Der kann ja doch ganz schön Gas geben, ne? Da haben wir ihn wieder, nicht so ganz zielgenau, aber das macht nichts. Dafür haben wir ja den Aufschlagzünder. Wir warten, bis der Countdown für die Wicker abgelaufen ist und ich würde sagen, dann verpassen wir dem doch mal einfach eine. Ich denke, da hat man im Squall auch ganz gut den Aufschlagzünder gesehen und das hat ihm dann jetzt auch letzten Endes den Rest gegeben. Da ist er auf dem Boden aufgeschlagen. Ja, das ist auch wirklich das mit Abstand ganze Geheimnis des Air-to-Air-Modus. Wie gesagt, wenn das Luftziel auf euch zukommt, dann macht halt den Heads-on-Modus noch mit rein. Ansonsten gibt es ja echt nicht viel mehr zu sagen. Ihr habt gesehen, dass die Kanone vorhält. Wir haben uns gut angeguckt, wie die Wicker, den Aufschlagzünder, wie der funktioniert. Ich denke, das hat man echt gesehen in dem Squall unten, oder? Ich finde zumindest, das war ein schöner Unterschied zu dem, was man sonst so sieht. Ja, in diesem Sinne würde ich euch sagen, spawnt euch gerne mal ein paar Jets rein oder noch schneller, hoppala, fliegende Ziele und habt Spaß damit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil und bis dann.